Guten Morgen, hallo wach. In diesem kleinen Clip geht es um die Nasdaq. Die Nasdaq hat gestern ein neues Jahreshoch gemacht. Das bisherige war hier, das war am 15.07. bei 15.928 und gestern haben wir geschlossen bei 16.022. Nur mal, um das hier zu sehen. Die blaue Linie ist das All-Time-High, das kommt vom 1.11.21 und es war bei 16.768. Die Woche der Thanksgivings ist traditionell eine recht gute bei an den Börsen, egal ob Dow oder Standard oder Nasdaq. Das heißt, der ist jetzt hier in diesem ganzen Bereich, den kann er noch voll ausfüllen, auch in den nächsten Tagen. Der kann aber auch jetzt hier relativ schnell einfach mal müde werden und zur Seite gehen. Das ist im Moment nicht zu sehen, aber durch den Chart hat sich der Trend hier weiter verbessert oder ist wieder positiv, dadurch, dass wir hier ein neues Jahreshoch gemacht haben. Also ich kann jetzt hier in diesem Bereich nirgendwo einen signifikanten Punkt erkennen, egal über welche Art der Methodik. Wir haben definitiv noch Platz. Auffallend ist auf dem ersten Blick, dass jetzt die Bänder, die sind ja auseinandergegangen, dass jetzt das untere die Richtung wechselt. Heißt für mich, das ist nichts anderes als in Einzelwerten oder im DAX oder wo auch immer, dass das jetzt ein bisschen an Fahrt rausnehmen sollte, dass der eher ein bisschen langsamer geht. So habe ich also auch die Puts ausgesucht, aber auch die Calls. Also ja, ich habe kein Verkaufssignal, auch wenn wir hier wirklich extrem hoch sind, auch wenn wir hier noch seitwärts oder seitwärts gehen, nichts Besonderes. Ich habe also hier kein Signal her, hier auch kein frisches Signal. Das Einzige, was ich frisch habe, ist das Eindrehen des unteren Bandes. Der kann sich also hier irgendwo noch irgendwie tummeln. Und es ist so, heute kommen die Nvidia-Zahlen nachbörslich, also heute am Dienstag nachbörslich. Nvidia hat gestern genau wie, was war denn das noch, Microsoft und Meta, neues Jahreshoch oder Allzeithoch auch gemacht, teilweise haben die Allzeithochs gemacht. Und geht rein in die Zahlen mit dem KGV von 289. Und nach allem, was ich gesehen habe, sind die Erwartungen der Analysten für die Zahlen, die vorgelegt werden, abstrus hoch. Ja, aber Nvidia hat das auch im Mai bewiesen, da sind die auf einmal über Nacht 20% gestiegen, dass sie manchmal diese Zahlen treffen oder überbieten. Aber diesmal sind sie sehr, sehr hoch. Das wird also nochmal richtig spannend. Dann nach Nvidia morgen sollte nicht allzu viel passieren vom Volumen her. Aber trotzdem, diese Woche immer im Hinterkopf behalten von dem Thanksgiving ist relativ gut. Meistens, also in den letzten 20, 30 Jahren, war das immer eine ganz gute Geschichte. Ich bin also momentan, ist das Einzige, was mich davon überzeugt, dass wir jetzt hier mal irgendwo einbremsen, ist wirklich nur das Band. Ich habe nichts hier von den, wie gesagt, All-Time-High, sind wir noch ein bisschen weg, aber Jahreshoch haben wir gemacht. Also im Moment hat er noch die Chancen auf seiner Seite. Deswegen agiere ich da ein bisschen vorsichtiger. Ich habe diesen Call hier, 15.053. Da sind wir unter diesem Trend, unter der 20-Tage-Linie. Der kommt aber erst dann, also ich kann den jetzt hier nicht mehr kaufen. Das kann ich nicht machen. Ja, den gucke ich mir dann genauer an, wenn wir hier in diesem Bereich sein sollten. Dafür habe ich aber nochmal kein Signal. Ich habe es nicht. Es ist nichts da. Ich muss den jetzt hier oben auslaufen lassen. Für den Put, den ich erst dann ins Depot mir hole, wenn wir hier einen Dreh bekommen oder hier nochmal kürzer gehen oder er wirklich jetzt mal hier dieses letzte Stückchen hier unterbietet, ist das ein 16.855er. Der liegt also hinter dem All-Time-High. Im Moment, das ist immerhin schon ein Hebel von 19, das ist die UL8GUG. Also den gucke ich mir dann an, 16.855, also ich packe mir auf die Watchlist und werde hier oben irgendwann dann mal bestimmt mal zugreifen. Aber ein Verkaufssignal, nochmal, habe ich nicht. Ich muss den jetzt hier auslaufen lassen und dann lieber warten, bis er, sagen wir mal, über die 4-Stunden-Ebene irgendwo ein sinnvolles Verkaufssignal generiert. Solange er das nicht tut, muss ich mich hier in Geduld üben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.